Basler Zeitung präsentiert Gesundheit heute. Unterstützt von Universitätsklinik Balkrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin. Mit dieser Brille kann ich ganz gezielt trainieren. Sie kontrolliert jede meiner Bewegungen. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was soll das? Das hilft Patienten in der Rehabilitation. Und was ich durch diese Brille sehe, das zeige ich Ihnen später in der Sendung. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Zu dieser Brille passt auch das Wort Digitalisierung. Und das wird unsere Welt total verändern. Und zwar nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch die Medizin. Die Frage ist einfach, was ist heute schon möglich? Seine Leidenschaft ist Unihockey. Doch seit vielen Jahren ist Daniel Reichmuth an den Rollstuhl gebunden. Er leidet an einer seltenen, fortschreitenden neurologischen Krankheit. Nur durch regelmäßige Reha und Physiotherapie kann er seine Beweglichkeit stabilisieren. Zum Beispiel hilft das Programm MindMaze. Was hier wie ein lockeres Spiel aussieht, ist jedoch harte Arbeit. Das ist gar nicht locker, nein, das ist hartes Training und das ist gut für den Oberkörper. In der Ergotherapie unterstützt ihn ein Roboterarm beim Manövrieren. So trainiert er ungewohnte Bewegungen und steigert dabei seine Muskelleistung. Es ist eine Minute 40. Jetzt musst du schauen, dass die Bombe nicht. Das hat einen Minuspunkt gegeben. Läuft's? Chefarzt Roman Gonzenbach macht gute Erfahrungen mit den digital unterstützten Therapien. Die digitalen Verfahren sind eine sehr wertvolle Ergänzung. Und sie ermöglichen uns, durch motivierende, unterhaltsame, gut gemachte Therapiespiele noch mehr Therapie anzubieten, die auch ermöglichen, dass man am Schluss ein besseres Resultat von der Therapie hat. Da geht es gerade in die Stube rein. Mittels Digitalaufnahmen seiner Wohnung prüfen die Experten die Rollstuhlgängigkeit auf mögliche Hürden. Da sieht man jetzt eine Schwelle, das ist auch die Eingangstür, glaube ich, gell? Hättest du eine Idee, was man da machen könnte? Ja, es gibt so Gummirampen, die man vor die Schwellen legen kann. Das ist eigentlich ganz unkompliziert. Nach 5 Wochen in der Reha-Klinik erkennt Roman Gonzenbach bei Daniel Reichmuth deutliche Fortschritte. Also die lange Therapie hat sich bei Daniel Kraft und Geschicklichkeit in den Händen verbessert. Dadurch auch die Selbstständigkeit im Alltag. Die Rumpfstabilität hat sich verbessert. Und er ist wieder besser fähig, zum Transfers vom Rollstuhl ins Bett und vom Bett in den Rollstuhl selber zu machen. Wieder zu Hause widmet sich Daniel Reichmuth seinem Lieblingssport, dem Unihockey. Allerdings kann er seit 15 Jahren nicht mehr selber spielen. Am letzten Turnier, das ich hatte, habe ich gesagt, jetzt organisiere ich Turnier. Und ja, und so hat es eigentlich angefangen. Und ein paar Jahre später hatte ich mein eigenes Turnier. Mit Hilfe einer eigenen Internetseite organisiert er seither alle 2 Jahre ein beliebtes Unihockey-Turnier. Herr Reichmuth, das ist noch hart, wenn man eigentlich gern würde spielen, aber man kann nur zuschauen. Ja, das ist sehr hart. Aber wenn man sieht, wie froh dass die Spieler haben, macht man es gern. Mhm. Man hört auch ein bisschen an Ihrem Spruch, dass die nicht ganz so flüssig ist. Hängt das auch mit der Krankheit zusammen, die Sie haben? Das hängt. Das hängt mit der Krankheit zusammen und es ist immer fortschleichend, einfach schlimmer. Es wird immer schlechter. Genau. Herr Gonzenbach, wir wollen mal wissen, was denn das überhaupt für eine Krankheit ist und wie verläuft die? Also der Herr Reichmuth leidet an einer ganz seltenen Krankheit, eine neurologische Krankheit, die macht, dass Kraft und Ausdauer immer schlechter wird, die auch macht, dass die Fähigkeit zum Koordinieren schlechter wird, also, dass wenn man etwas greifen will, dass man das nicht mehr gut koordinieren kann. Und das ist eine Krankheit, wie es der Herr Reichmuth gesagt hat, die eigentlich immer voran
schreitet. Man kann nichts machen. Es gibt weder eine Operation, eine Tablette, die man nehmen kann. Das Einzige, was wirkt, ist wirklich Therapie. Und das machen Sie ganz intensiv. Sie trainieren extrem. Merken Sie auch eine Besserung durch das viele Training? Ich merke ganz sicher eine Besserung, weil wenn man gar nichts machen würde, wäre es viel, viel schlimmer. Wie viele Stunden trainieren Sie denn da? Sozusagen Alltag über 2 Stunden. Jeden Tag. Jetzt die digitalen Hilfsmittel, die helfen wirklich. Um was geht es denn da? Was kann man alles trainieren? Mit den digitalen Hilfsmitteln kann man verschiedene Sachen trainieren. Man kann zum Beispiel Kraft trainieren und die Ausdauer. Da hat man gesehen im Armeo, wo streng ist oder wo Daniel Reichmuth muss ein Gerät steuern, wo er den Rumpf bewegt. Man kann aber auch Geschicklichkeit trainieren, wenn er im Spiel etwas muss greifen und das eben immer wieder macht und da sich verbessern kann oder mindestens eine Verschlechterung verhindern kann. Wenn im Alltag daheim können Sie auch so trainieren mit diesen Hilfsmitteln? Also ich habe nicht die Hilfsmittel natürlich wie zu Valenz oben. Aber ich kann handeln und Theraband und so habe ich auch daheim. Das können Sie machen, aber die digitalen Mittel die machen Sie quasi in der Klinik. Jetzt kann man sich trotzdem fragen, was ist eigentlich besser, wenn man mit einem Therapeut trainieren will? Ein wichtiger Faktor ist, dass man mit dem digitalen Therapiesystem sehr lang und intensiv therapiert. Ein Therapeut oder eine Therapeutin wird nach einem Tag irgendwann müde, oder? Ja. Wie wir alle, wenn wir intensiv arbeiten. Und der Computer oder der Roboter, der mag einfach arbeiten, Stunde für Stunde. Das ist sicher ein grosser Vorteil. Mhm. Ein weiterer Vorteil ist, dass der Therapieroboter interessante Spiele eigentlich anbieten tut. Die sind motivierend für den Patienten, die machen Spass. Ist das so? Ja, das ist sehr wohl so, weil da hat man ein bisschen Abwechslung und mit deutlich trainieren. Mhm. Und was noch? Und eben durch die Motivation kann man noch mehr Therapie anbieten, in Ergänzung zu der Standardtherapie mit der Therapeutin, mit dem Therapeut. Und dadurch, dass noch mehr Therapie vorhanden ist, wird am Schluss das Resultat besser. Mhm. Also durchaus ein Dauererfolg quasi, ja. Oder ein grosser Fortschritt. Ja. Jetzt nimmt es mich natürlich noch mehr Wunder von Ihnen, Herr Reichmuth, und ich durfte im Anschluss jetzt an die Sendung ein Interview noch machen mit Ihnen und Ihnen auch, Herr Gonzenbach, freue mich auf das. Und Sie sehen das Interview bei uns auf der Webseite. Und jetzt kommen wir noch zu einer anderen Krankheit, wo man auch digitale Hilfsmittel einsetzt, das ist das Multiple Sklerose. Bei dieser Krankheit geht das Gleichgewicht verloren und auch das Laufen geht verloren. Und das will man natürlich so lange wie möglich aufhalten. Schritte, Gehen, Mobilität. Für Franziska Schuler, die an Multiple Sklerose erkrankt ist, sind Schritte von großer Bedeutung. Schwierig ist für mich, dass das Laufen einfach plötzlich im Kopf stattfindet. Und zwar viel mehr im Kopf. Es geht nicht mehr automatisch. Ich muss für jeden Schritt denken, dass ich auch nicht umgehe oder nicht umtrolle und die Füße wirklich im Kopf lüpfen. Und das ist sehr streng bis am Abend. Super, so story. Mit gezielten Therapien, das heisst hartem Training, versucht Franziska Schuler, ihren selbstständigen Gang möglichst lange zu erhalten. Intensität ist entscheidend für Erfolg bezüglich Ausdauer, bezüglich Lernen. Und darum ist es ganz wichtig, dass Patienten viele Stunden pro Tag aktiv sind. Und jetzt machen wir zuerst den 3-Meter-G-Test. Den kannst du auf Weiter drücken. Die Therapieerfolge sollen durch eine Studie belegt werden. Dazu nehmen 50 vorwiegend MS-Patienten an der Studie teil. Standardisierte Messungen zeichnen den Gang der Patienten einmal wöchentlich auf. Wichtig ist, dass die Studienteilnehmer Messungen auch zu Hause weiterführen. Die Resultate werden dann automatisch den Therapeuten übermittelt. Ich sage den Patienten immer, use it or lose it. Bleib dran. Geh an deine Grenzen, damit du den Fortschritt, den du hier in der Klinik erreicht hast, auch zu Hause möglichst lange erhalten kannst. Es zwingt mich ein bisschen. Also einfach weil die Maschinen hier an mir hängen, denke ich, komm, das laufe ich jetzt noch. Weil sonst würde ich vielleicht ein bisschen hinsitzen und so würde ich denken, mal, ich möchte unbedingt die Anzahl der Schritte, die ich hier erarbeitet habe, einfach beibehalten. Bei Franziska Schuler ist dies Motivation, auch zu Hause intensiv weiter zu trainieren.
Dies ist ein wichtiger Nebeneffekt der Studie. Jan Kohl, haben Sie schon erste Resultate von dieser Studie? Ja, wir haben einen wertvollen Einblick bekommen, inwiefern Patienten die Hause auch mobiler sind. Und was man sieht, ist, dass die längste Gehstrecke, die sie laufen, um 50% zugenommen hat, was ein Hinweis darauf ist, dass die Ausdauer sich deutlich verbessert hat. Also das heisst mit anderen Worten, trainieren, das lohnt sich? Trainieren lohnt sich auf jeden Fall. Was man auch sieht, ist, dass die Gewohnheiten die bleiben. Die Menschen laufen nicht unbedingt mehr, aber sie können eben längere Strecken laufen. Und das ist sehr wertvoll. Sie tun auch selber ihre empfundene Behinderung beurteilen mit einem Fragebogen. Und da sieht man etwas, wo vielleicht ähnlich ist wie das von der Frau Schuler, wo sie gesagt hat, sie empfinden die Behinderung als weniger stark. Mhm. Jetzt, wenn man so wahnsinnig hart muss trainieren, dann frage ich mich trotzdem, hebt das auf die Länge? Das ist tatsächlich eine der Herausforderungen, die bei uns auch nicht anders ist. Mhm. So, ich denke, man muss da realistisch sein. Man muss Patienten, mit Patienten gemeinsam besprechen, was wird ihnen liegen, was sind ihre Ziele, was haben sie vielleicht vor kurzer Zeit noch können machen, wo sie dank dem Training wieder einsteigen können, wieder aufnehmen können. Es gibt nicht ein Training, das für jeden gleich gut geeignet ist. Mhm. Es geht ja zu einem grossen Teil darum, Sachen in den Alltag einzubauen. Für den einen ist das Walking, für den anderen Fahrradfahren, für jemand anderen Rollstuhl-Marathon vielleicht. Ja. Jetzt, das eine ist quasi die Mobilität verbessern. Hat das Training sonst noch einen Effekt? Ja, man kann auch im Gehirn kann man Einfluss von diesen Abfallprodukten, von diesen Laktat, Milchsäure aus den Muskeln nachweisen. Und man erhofft sich dort auch positiven Einfluss auf entzündliche Krankheitsverläufe. Und man weiß ja, dass Bewegung eigentlich die beste Medizin ist und auch in Studien gleich wirksam wie gewisse Medikamente. Allerdings ist es natürlich viel weniger Aufwand, ein Medikament einzunehmen. Wie viel sollen wir uns alle bewegen pro Tag? Heute kommt das hochintensive Intervalltraining in Mode. Man will möglichst kurze Workouts, Übungsprogramme. Und das ist auch sehr erfolgreich in der Reha, wo man innerhalb 20 Minuten 3 bis 4 Mal hochintensiv 2 Minuten sich belastet. Und sonst einfach aktiv und mobil bleiben? Das ist das Wichtige für die Allgemeinheit. Für alles. Und ja. Danke schön vielmals, Herr Kohl, dass Sie bei uns gesehen sind. Danke vielmals. Die Brille, die habe ich Ihnen am Anfang der Sendung schon gezeigt. Ich kann trainieren mit dem. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, was ich hier genau sehe. Also, ich sehe hier zuerst einmal so einen Superman, der mir Instruktionen gibt. Und nebenan steht meine Trainerin schon bereit und will mir zeigen, was ich hier mache. Jetzt muss ich hier noch auf jeden Fall. Ich will das machen. Ich kann es kaum erwarten. Jetzt habe ich das angegeben und jetzt fängt das an. Jetzt mache ich mit ihr die Übungen mit. Et voilà. Und so geht das eigentlich weiter. Jetzt möchte ich natürlich noch mehr wissen über das von meinem Spezialisten Matthias Heuberger. Bin ich verdoppelt? Nein. Gut. Ja. Die Brille. Mit der kann ich also trainieren. Das ist faszinierend. Ich sehe hier eine reelle Person vor mir, meine Personal Trainerin. Trotzdem, ich könnte das Gleiche eigentlich auch am Bildschirm machen, am Fernsehen. Ja, also was da sicher neu ist, dass man zum Beispiel auch eine Position wechseln kann. Also wenn Sie jetzt hier rumlaufen würden, dann würden Sie es von allen Perspektiven sehen. Also es ist halt wirklich 3D und der Mensch ist sich ja eigentlich von jung auf an gewöhnt, dass man von einem anderen Menschen kopiert. Und das ist sicher mit Abstand das Nächste, wo man an das Grundmodell herankommt. Kann mich jetzt die Trainerin auch korrigieren, wenn ich jetzt etwas falsch würde machen? Weil normalerweise in der Physiotherapie hätte ich ja auch einen Therapeuten nebenan. Genau, das ist das Ziel, dass die Brille, dass man dann in Zukunft, das ist im Moment ein Prototyp, aber in Zukunft wird das wirklich so sein, dass man halt dann, wenn man zum Beispiel den Rücken schräg hat, dass der Trainer dann automatisch sagt, hey, du musst das anders machen und so geht's. Und man kann sich dann wirklich auch bei dem Trainer halt direkt nochmal anschauen, wie das richtig gemacht wird. Und ich denke, jetzt mit der Zeit wird das wahrscheinlich auch alles viel kleiner, wenn eine normale Brille, könnte ich mir vorstellen. Wäre das auch gedacht für ältere Leute zum Beispiel, zum Mobilisierung fördern? Ja, sicher. Also es ist so, dass die Brille eben irgendwann sollte sie sein wie eine normale Brille eigentlich, als Zukunftsvision. Und wir haben das auch schon getestet mit verschiedenen Leuten. Und es ist natürlich auch für ältere Leute sicher ein sehr gutes Hilfsmittel,
die Sie anwenden können. Und was kostet denn das? Kann ich das überhaupt zahlen? Also im Moment ist die Brille nur als Testversion erhältlich, aber wir gehen davon aus, dass sie halt auch in der Zukunft eigentlich die meisten Leute so eine Brille werden die zuhause haben, weil sie auch für sehr, sehr viele andere Sachen brauchbar ist. Gar nicht nur für Gesundheitsapplikationen und dass es eigentlich so ist wie ein Telefon, wo heute ja eigentlich die meisten Leute auch sowieso zuhause haben. Wie ein Handy quasi. Genau, ja. Ja. Jetzt, Sie forschen auf digitale Hilfsmittel. Was kommt noch auf uns zu? Also wir gehen davon aus, dass sehr viel Neues wird kommen und vor allem, dass in der Konsumelektronik, also heute das Telefon, aber auch in der Zukunft diese Brille, immer mehr medizinische Sensoren werden drin sein. Ein Beispiel ist auch die digitale Pille für Asthma, wo wir auch daran forschen, die eigentlich für Asthmatiker sie in der Nacht aufnimmt, wie oft sie husten, also das automatisch erkennt und einem Asthmatiker dann eigentlich sehr gute Vorhersagen geben kann oder wie das sein Gesundheitszustand ist, weil Asthmatiker, die können das selber manchmal gar nicht gut einschätzen. Also das heißt, die digitalen Hilfsmittel werden unsere medizinische Welt total auf den Kopf stellen, im Positiven? Genau, im Positiven. Es ist ja so, dass man da nicht irgendwie Ärzte oder Therapeuten ersetzen will, sondern es ist eigentlich zwischen den Psychen, die man hat, die meistens ja zum Glück relativ selten sind, dass man halt nur einen digitalen Coach daheim hat, wo man eigentlich ständig Feedback kriegt, wie es einem geht, wenn man das will. Spannend, die ganze Geschichte. Danke schön vielmals, dass Sie bei uns waren. Merci. Unsere Webseite wird sehr gut genutzt. Sie finden dort spezielle Interviews, spannende Presseartikel und auch alle unsere Sendungen. Und jetzt zu etwas ganz anderem. Seit dem letzten Frühling, die mir eine junge Familie begleiten, wo man gesehen hat, dass ihr Ungeborenes einen offenen Rücken hat. Der Professor Martin Meuli hat das Ungeborene im Mutterleib operiert, und zwar erfolgreich. Nach der Operation haben wir die kleine Malia das erste Mal filmen. Die junge Familie ist jetzt neu wieder von Norddeutschland zurückgekommen, und zwar zur ersten grossen Kontrolle. Wir sind jetzt diesmal mit dem Zug gefahren, weil es einfach mit dem Kinderwagen doch noch am problemlosesten geht. Und das ist schon ja, für die Kleine sehr, sehr anstrengend nach 19 Stunden. Da kann man auch mal quengelig werden, für uns natürlich auch. In der Zwischenzeit haben sich Sarah Bernd, Jörn Witte und Malia in Flensburg gut eingelebt. Es ist sehr schön, endlich zu Hause zu sein, kein Krankenhausalltag mehr. Einfach normal Familie sein, irgendwie da reinwachsen, Mama zu sein, Papa zu sein, die Kleine bei sich zu haben, einen Rhythmus zu finden. Und Malia kann indessen auch atmen und gleichzeitig schlucken. Das lief ja am Anfang nicht so, da wurde sie gerne blau. Mittlerweile kann sie echt gut trinken, sie trinkt auch viel, sie gedeiht prächtig, also sie wird ein Wonneproppen, deswegen, das läuft gut. Heute steht im Kinderspital Zürich für Malia die 3-Monats-Kontrolle an. Ein dichtes Programm für das Baby. Während des ganzen Tages werden unter anderem Schädel, Nieren, Blase und Enddarm untersucht. Zudem gibt es für die Eltern eine Ernährungs- und Pflegeberatung. Und auch eine Rehabilitationssprechstunde. Wie hat sie sich in den letzten 2,5 Monaten, wo sie jetzt da war, entwickelt? Von ihren Funktionen, von der Bewegung, vom Sehen, vom Hören. Das haben wir untersucht als erstes. Und das Zweite, wo wir speziell darauf geachtet haben, das sind Muskelfunktionen gewesen. Wir wissen ungefähr von ihrer Läsion, also von der Störung von der Spina bifida, welche Höhe das wir rechnen müssen. Und wir haben jetzt genau untersucht, welche Muskel aktiv sind. Und das sieht bei der Malia, das darf ich sagen, sehr gut aus. Malia kümmert die Untersuchung wenig. Ihr Interesse gilt nur der Kamera. Das spricht natürlich für die Malia, weil sie hat schon gesehen, sie kann schon 2 Meter weiter rüberschauen und sieht, was da geht. Das ist wirklich ihr Raum, wie sie die Welt jetzt anfängt, begriffen und erlosen und erschauen. Ja, Hauptsache, es geht dem Mädchen gut. Denn ohne Operation im Mutterleib wäre Malia wohl inkontinent und querschnittgelähmt gewesen. Ich habe heute gesehen, dass Malia den Fuß auf und ab heben kann, dass Malia die Zehen bewegen kann. Also eigentlich steht jetzt rein anatomisch einer Gehfunktion nicht im Weg. Ich rechne damit, dass sie laufen kann. Ob man dann ein bisschen etwas sieht, ob sie vielleicht ein Schienen braucht oder so, das ist jetzt noch ein bisschen schwierig zu sagen. Aber ich rechne damit, dass Malia laufen kann. Doch die positiven Ergebnisse können der Mama nicht alle Befürchtungen nehmen.
ich habe immer Ängste, sagen wir so. Also im Moment ist alles wunderbar und das ist auch wunderschön, aber es kann halt jederzeit sich noch was ändern. Also kommt ein Wachstumsschub oder wenn sich das Rückenmark hinten doch ein bisschen verheddert, sagen wir mal. Also es kann jederzeit noch was passieren, aber wie gesagt, momentan ist alles bestens und wir hoffen, es bleibt so. Nach einem langen Untersuchungstag geht es am nächsten Morgen wieder zurück ins norddeutsche Flensburg. Ich habe jetzt noch Elternzeit bis Februar, werde dann zum 1.2. wieder anfangen. Und so lange bin ich nur Papa. Also so lange versorge ich meine Mädels, die zu Hause sind, und mache alles das, was gemacht werden muss. Das ist mein Ziel. Leiden Sie auch unter trockener Haut? Das ist ja etwas sehr Häufiges, vor allem im Winter. Und wir haben ein paar Tipps für Sie. Wenn Ihre Haut spannt, beißt oder schuppt, dann habe ich Ihnen den Tipp. Wir sind da in Männedorf in unserer kleinen, sympathischen Apotheke am See. Trockene Haut kann grundsätzlich jeder haben. Es ist zum Teil eine Frage der erblichen Vorbelastung oder vom Alter. Es kann aber auch sein, dass die Einnahme von Medikamenten oder Erkrankungen zu trockener Haut führen. Andererseits gibt es äußere Faktoren, die das Ganze begünstigen. Kaltes Wetter oder trockene Heizungsluft sind auch nicht gerade förderlich. Es gibt viele Tricks, die man einfach im Alltag umsetzen kann. Wichtig ist, ausreichend viel zu trinken. Außerdem sollte man nicht täglich duschen und vor allen Dingen dann auch nicht zu heiß. Nach dem Duschen Eye-Creme ist besonders wichtig. Mein persönlicher Tipp: Verwöhnen Sie Ihre Haut mit einem selbstgemachten Peeling. Nehmen Sie 2 Esslöffel Meersalz und 2 Esslöffel Quark. Dann geben Sie einen guten Schuss lauwarmer Milch dazu und vermischen das Ganze. Anschließend können Sie das auf die Haut auftragen. Das Peeling entfernt die abgestorbenen Hautschuppen und die Haut wird ganz schön. Anschließend können Sie die noch feuchte Haut mit Kokosöl einreiben und einziehen lassen. Ich habe noch einen weiteren Tipp für Sie, wenn Sie trockene Hände haben. Reiben Sie die Hände ein und dann ziehen Sie so ein Baumwollhändchen an. Das macht den Effekt noch viel intensiver. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuschauen und Adi miteinander. Multiple Sklerose zeigt sich immer anders und auch heute noch sind die Ursachen unbekannt. Wir wollen wissen, was sich für Betroffene verbessert hat. Mehr dazu nächste Woche. Basler Zeitung zeigte: Gesundheit heute, unterstützt von Universitätsklinik Balchrist, Spitzenmedizin am Bewegungsapparat. Interpharma, Forschung für ein besseres Leben. Straumann, die Nummer 1 für Zahnimplantate aus der Schweiz. Topfarm, Ihr Gesundheitscoach. Und Violier, mehr als Labormedizin.